Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, die Abenteuer des Aragorn. Und Olifanten sind schon gesichtet worden Ende des letzten Parts. Ich sag mal, dies wird lustig. Keine Ahnung, wie ich die da niederstecken soll. Mal gucken. Was ist das? Mach sie fertig! Okay, es geht zumindest, dass wir denen einfach mal die Beine wegkloppen. Jo, bin ich schwer dabei, würde ich sagen. Ich meine, ein Sturmangriff. Oh, die fallen doch schneller als erwartet, muss ich echt gestehen. Was haben wir da hinten? Ist das. Ist das eine Feder? Nein. Das war anders. Entschuldigung. Was ist das? Ah, okay. Unsere Magie ist voll. Unser Mana, was auch immer. Jetzt aber mal mit Vollgas hinter dem Olli her. Ja, wow, davon ist noch einer. Der ist sehr nah an der Stadt, das ist nicht gut. Der andere ist echt schon sehr, sehr nah. Zu nah, scheiße! Die Olifanten hatten die Stadtmauern erreicht. Okay, ich habe wahrscheinlich im letzten Part zu viel rumgeplänkelt. Nein, das stimmt nicht. Aragorn hätte das niemals zugelassen. Ich fange nochmal von vorne an. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich kümmere mich doch mal erst um die Olifanten und dann ums Loot. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich gleich mit den Olifanten los. Na los, mach hin. Blöder Ladescreen. Sechzau! Sag mal, es klingt so nach einem Loop. Hast du dich aufgeregt? Nee. Als die Schlacht schon. Alles klar. So, wo sind sie denn? Vielleicht mal die erstmal wegbröseln, die näher sind. Also, da ist einer, der ist immer noch relativ weit weg. Okay, die sind alle relativ auf gleicher Höhe. Also erstmal den da. Dann schnappen wir uns den rechts davon. Was ist das? Okay. Oh, das ging fix. Mach sie fertig! Okay, das geht wirklich scheiße schnell. Wenn man sich denn gleich dran hält. Also, muss man ja schon sagen. Okay, das ist gerade ein Joke. Also, so schnell hätte ich das jetzt nicht erwartet. Was waren das jetzt? 20 Sekunden? Ertönte ein lauter Schrei über dem Schlachtfeld. Du Narr! Kein Mann vermag mich zu töten. Jetzt sterb! Der Hexenkönig von Angmar war gefallen, besiegt durch die Hand einer Frau. Ich hätte es trotzdem cooler gefunden, wenn sich nur den Helm abgezogen hätte. In einem letzten verzweifelten Angriff mobilisierte der Feind seine verbleibenden Kräfte gegen die Stadt. Aber Eowyn soll halt auch ihre 15 Minuten Ruhm haben. Und da sind noch die Olifanten. Da sind drei, da ist einer. Also bis jetzt habe ich einen gesehen im Blickwinkel. Alter! Abgeprallt hier, so nicht! Okay, es sind mindestens zwei, die anderen. Okay. Ja, es sind insgesamt fünf. Was war die da noch? Vielleicht gehen die vollen, Leute. Ja, schaffen wir schon. Ist der down oder nicht? Oder wie? Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist das. Und jetzt aber. Hallo, ich komme da gerade nicht raus. Verdammt. Danke. Ich würde gerade sagen, nehmt bitte den ersten. Okay, sie greifen zumindest an. Das ist gut.
Wenn da so ein blöder Wag im Weg steht, na gut, dann muss ich das wieder machen. Vater muss ran, ne? Vater Aragorn. Aber die sind ja, ihr ohne Scheiß, die sind ja teilweise leichter als ein Wagreiter. Nein, nicht gezähmt, getötet. Das ist ein Unterschied, Leute. Minas Tirith war gerettet. Und Saurons Armeen flohen. Aber der Krieg war die noch Trolle nicht vorbei. Rennen. Und eine schwere Entscheidung stand bevor. Ich glaube, dem Spiel geht's langsam dem Ende zu. Ihr habt uns euer Wort gegeben. Wenn's drauf ankommt, sind sie nicht übel, die Kerle. Auch wenn sie eigentlich tot sind. Ich sehe euren Eid als erfüllt an. Findet Ruhe. Findet Ruhe. Vielleicht würden wir es später bereuen, aber Aragorn stand stets zu seinem Wort. Ich muss aber auch sagen, ich hätte die auch nochmal mit in die finale Schlacht und dann hätten sie immer noch zur Ruhe gebettet werden können. Also mal ehrlich, ne? Wäre nicht Stürfste gewesen. Sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob ich nicht eventuell vielleicht doch nochmal nach Hobbingen gucken sollte, weil eigentlich wird das jetzt hier alles relativ final, möchte ich mal meinen. Dies war alles nicht viel, da fehlt noch eine ganze Menge. Ich glaube, das sind die Sachen aus Helms Klamm noch alle gewesen. Okay, wir gucken tatsächlich nochmal nach Hobbingen rein. Weil irgendwie will ich auch nicht, dass es endet. Haben wir noch irgendwas Neues? Mal gucken. Nee. Leider keine neue Nebenaufgabe. Wir haben immer noch der Wächter am See. Da fehlt es mir halt einem zweiten Spieler. Okay. Dann drehen wir einfach mal noch eine Runde mit Lutz. Eine Runde Gassi reiten. Ach Gott. Ist das Spiel schön. Ein schöner Pferd. Was verneinst du das? Weil du ein Pony bist, oder was? Ach komm schon. Bist ein schöner, bist ein hübscher. So. Und dann würde ich mal sagen, geht's langsam Richtung Finale. Ich meine, er kommt ja auch vom Film her nicht mehr so viel. Mal gucken, was Sam dazu sagt. Das schwarze Tor. Ganz genau. Die Olifanten waren besiegt und der Hexenkönig war tot. Alle Orks hatten sich nach Mordor zurückgezogen und Minas Tirith war nicht gefallen. Streicher hatte gewonnen. Hurra! Aber es blieb doch nur der Trost ist es gefallen ganz tief. Sauron war zu stark und ließ sich durch diesen Rückschlag nicht aufhalten. Solange die Möglichkeit bestand, dem Ring habhaft zu werden, war die Welt weiterhin in Gefahr. Und genau in diesem Moment kletterten zwei Hobbits auf die Hintertür zu. Ihr und Herr Frodo. Das stimmt. Streicher wusste, dass Sauron uns jeden Moment entdecken und ausspionieren konnte. Deshalb ersann er einen Plan, um ihn abzulenken. Mit seinen Truppen aus Elben, Menschen, Zwergen und Hobbits marschierte er direkt auf das Schwarze Tor, um Sauron zu einer letzten Schlacht um Mittelerde herauszufordern. Ich hoffe, es kommt eine schöne Rede, Leute. Die von Aragorn war nämlich auch nicht schlecht im Film. An Thirdin kommt's nicht ganz ran, der war von den Reden her immer so bam. Aber ach. Wisst ihr was, ich glaube, ich ziehe das hier mal als kompletten Part durch. Vielleicht mache ich noch einen Schnitt rein, ich weiß es noch nicht. Aber ich werde das auf jeden Fall in ein Stück hier aufnehmen. Stellung! Haltet eure Stellung! Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt. Doch dieser Tag ist noch fern! Denn heute kämpfen wir! Aber so lenken wir die Aufmerksamkeit von Frodo ab, wenn sich Saurons tödlicher Blick nur auf uns richtet.
Oh. Für Frodo. Für Frodo. Plötzlich kam ein abscheulicher, korrupter Mann durch das Tor. Der Mund Saurons. Er war Saurons Leutnant, der Aragorn herausfordern sollte. Okay, der war auch krass, der Gute. Der wurde übrigens im Film, ich weiß nicht, wie es im Buch war, aber im Film definitiv nicht bekämpft, sondern tatsächlich, Aragorn hat einfach mal eine vor den Latz gegeben und über Ruhe. Der Block klappt nicht, der bricht, ne? Der bricht tatsächlich den Block. Na gut, ich krieg trotzdem. Dies Fisch. Zieht sich bloß ein bisschen. Naja, jetzt mischen sich die anderen Babsäcke langsam ein. So, jetzt trotzdem Schicht im Schacht hier. Ich hab noch ein paar Orks gleich noch nebenbei geschnetzelt. Komm her, hier. Saurons Diener war besiegt. Für einen Moment legte sich eine schreckliche Stille über das Schlachtfeld. Dann ergoss sich Saurons Armee wie ein uferloser Fluss über Aragorns Männer. Ja, die waren ziemlich eingekreist. Und die Hobbits sind eigentlich als erstes losgerannt. Was immer noch für mich eine der Hammer-Szenen schlechthin war. Und ich hau jetzt hier einfach bloß noch blind rein. Also ich sehe ja nicht groß irgendwie den Sinn von Taktik, ab und zu mein Schild hoch vielleicht, aber ich habe fast die ganze Zeit voller Energie, weil ich immer irgendwen treffe. Ich mähe hier einfach bloß noch nieder. Ist das wirklich die Stärke von Mordor? Ihr habt keine Chance, Leute. Aber null. So sieht's mich aus hier. Nix hier. Aragorn, der Turm! Aua! Konnte ich noch gar nichts machen, wurde schon attackiert. Das fand ich ein bisschen scheiße. Was für ein Turm? Ach, da ist der Eingang. Ich seh's grad. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken, ob das wirklich das ist, was ich denke. Nee, ist es nicht. Kann ich noch irgendwas kaufen? Hört sich jetzt bescheuert an, aber... Nicht, dass das noch irgendwas bringt. Ich kaufe noch alles, was geht. Ich meine, ich brauche die Kohle eh nicht mehr. Oh ja. Falls ich doch nur irgendwas mit Pfeil und Bogen machen muss. Ich hab die Kohle weg damit. Brauche ich wahrscheinlich nie wieder. Ich bin gerade ein bisschen... Trollfluch auch nicht schlecht. Weil ich möchte meinen Sohn Trollkram da noch vor. Aber ich glaube, das war's. Oh, ich habe eine ganze Menge Objekte nicht entdeckt. Aber vielleicht kriegt man auch die nur im Zweispieler-Modus. Renn dir! Entschuldigung, ich habe gerade so frisch im Hals. Nein, alles cool. Was ist diese Zusammenkunft? Was hat das für eine Bedeutung? Aha! Alte X bis zur vollständigen Aufladung und dann. Jetzt scrollen wir nochmal hoch, ich konnte das nicht zu Ende lesen. Und dann L3.